Moin Freunde und willkommen bei Fresh Poseidon Reviews zum Thema Gaming Boost. Dann willkommen zur neuesten Episode auf meinem Kanal. Heute, wie ihr seht, kein Shakecam Video, weil wir heute nämlich eine neue Marke auf diesem Kanal testen. Das Paket steht hinter mir, da werden wir gleich zusammen einmal reingucken. Und zwar werden wir uns heute einmal eine Marke angucken, die ist, glaube ich, soweit ich weiß, erst im Mai 22 auf den Markt geschafft hat. Und zwar ist die Rede von Last Shot. Ich hatte bei Instagram gesehen, dass die Marke mir vorgeschlagen wurde, habe mir dann einmal das Sortiment angeguckt, weil ihr kennt mich ja, ich bin ja auch gerne neugierig auf andere Marken, die es so gibt und habe dann gesehen, dass es dort eine Sorte gibt, die ich so noch nicht auf dem Markt gefunden habe und die ich mir ehrlich gesagt unter einem Level-Up-Post sogar mal gewünscht habe und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass sie diesen Geschmack dort anbieten und konnte dann natürlich nicht widerstehen. Hab auch netterweise noch 15% Rabatt bekommen. Vielen Dank erstmal dafür. Und auf jeden Fall werden wir uns das Paket gleich einmal angucken. Bevor wir damit starten, wie immer zwei kleine Hinweise. Und zwar der erste Hinweis auf mein letztes Video. Da haben wir uns die zweite Cocktailsorte von Level Up angeschaut. Guckt euch gerne das Video einmal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und Hinweis Nummer zwei, wenn ihr noch kein Abonnent von diesem wunderbaren Kanal seid, wird es auf jeden Fall jetzt Zeit, meinen Kanal zu abonnieren, um kein Review mehr zu verpassen, kein Video mehr zu verpassen. Und ganz wichtig ist natürlich auch, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer angezeigt bekommt, wenn ich auf diesem Kanal ein neues Video hochgeladen habe. Und auf jeden Fall kann ich auch noch sagen schon mal, es wird auf jeden Fall demnächst auch ein Test von der Marke Loot auf diesem Kanal geben. Dort gibt es nämlich momentan eine Aktion. Falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das ja gerne mal selber nachgucken. Ich habe es mir einfach bestellt, weil 15 Euro oder beziehungsweise 14,90 sind wirklich nicht viel. Da gibt es gerade so ein Cube mit so einem, da ist irgendwie so eine komische Aktion mit einem goldenen Scoop, wenn du den findest. Da kriegt man irgendwie, keine Ahnung, irgendwas kriegt man da auf jeden Fall. Auf jeden Fall könnt ihr ja gerne mal gucken bei Loot. Vielleicht interessiert euch das Ganze ja. Ich bin ja dafür da, auch um euch Spartipps zu geben. Und da könnt ihr auf jeden Fall gut was sparen. Und natürlich würde ich mich gerne über Kommentare zu diesem Video freuen. Vielleicht zu der Marke, wenn ihr mal geguckt habt, wie ihr das Ganze seht. Findet ihr Last Shot interessant oder eher nicht? Und ja, gerne schreibt mir einfach was in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und vergesst den Daumen nach oben nicht. So, wir werden das Paket jetzt einmal zusammen hier nach vorne holen. Ich werde mir auf jeden Fall das Ganze jetzt einmal genauer anschauen. Wir werden das Ganze jetzt einmal aufmachen. Ich habe das hier schon mal ein bisschen angeschnitten, damit das Ganze leichter aufgeht. Ich habe sogar eine Collectors Box bestellt. Da ist ein extra Shaker mit dabei. Wie ihr seht, habe ich hier schon einen ziemlich großen Karton. Und ja, Collectors Box, die gibt es aktuell gerade sogar im Angebot da. Da sind nochmal, die sind momentan statt 40 kosten die irgendwas mit 34. So sieht der schöne Karton hier aus. Wie gesagt, Collectors Box am Start. Hinten auf dem Link stehen nochmal Hinweise. Ich gucke mir jetzt mal ganz kurz die Dings hier an. Kalorien. Eine Portion 10 Gramm. 33,2 Kalorien ist jetzt nicht so viel. Hat auch Zucker 2,1 Gramm. Vitamin C, Vitamin E, B6, B12, B2, Taurin, Guarana-Extrakt, Grüntee-Extrakt und Gesamtanzahl Koffein sind hier wohl 185 Gramm drin. Ja, und wie ihr schon erkennen könnt, habe ich mir eine richtig nice Version rausgeholt und zwar Waldmeister Vanille. Ich weiß auf jeden Fall, dass Level Up vor einigen Wochen mal gefragt hat, welche Sorten man sich so wünschen würde. Und ich hatte dort vorgeschlagen Waldmeister Vanille, weil sie ja schon Frankenstein mit Himbeervanille rausgebracht haben. Und da dachte ich mir, es wäre auf jeden Fall eine geile Ergänzung. Jetzt habe ich es von einer anderen Marke. Das ist auf jeden Fall die Collectors Box. Könnt ihr euch so bestellen. Statt 40 Euro gibt es die momentan bei dem Shop für 34. Nein, ich mache hier keine Werbung. Ich habe mir das Paket selber bestellt. Ich habe es auch selber bezahlt. Aber für den einen oder anderen, ich werde auf jeden Fall auch nochmal einen Code in die Dings hier hauen, in die Videobeschreibung. Ich weiß nicht, ob der Code noch geht. Ich gebe ihn euch einfach mal, den ich bekommen habe. Wenn ich von denen Ärger kriege, ja, dann soll es so sein. Aber vielleicht funktioniert der Code ja auch bei euch. Da könnt ihr dann nochmal 15% sparen. Wie gesagt, ist auch nicht von mir ein Code oder so, sondern ganz regulärer, normaler Code. Ich will ja nicht so sein und das doch mal weitergeben. Wir werden das Ganze jetzt auf einmal zusammen auspacken. Und wie ihr seht, haben wir das dann hier richtig nett verpackt. Sieht ehrlich gesagt richtig geil aus, wie die das hier gemacht haben. Hier ist die Dose drinne.
da der Shaker, dann ist hier sogar noch eine Karte. Da steht sogar mein Name drauf, das finde ich ja cool. Willkommen im Team Last Shot, Heiko. Vielen Dank für dein Vertrauen in Last Shot. Als Dankeschön möchten wir dir auf deinen nächsten Einkauf 20% anbieten. Ja, das ist nice. Also könnte ich mir, wenn mir das hier zusagt, tatsächlich nochmal eine Bestellung machen. Auf jeden Fall korrekt. Ja, den Code gebe ich euch natürlich nicht, das ist meiner. Auf jeden Fall, hier ist die schöne Karte mit dabei, extra mit Namen und so. Finde ich sehr cool, finde ich sehr persönlich. Finde ich sehr, sehr angenehm sowas. Dann sind hier sogar noch Aufkleber mit dabei. Coole Sache, auf jeden Fall. Geiles Ding. Das ist der Shaker. Sieht ein bisschen anders aus als von den anderen Marken. Hier sollen 500 Milliliter reinpassen. Da passen hier nur 400 rein. Ja gut. Auf jeden Fall, das ist der Shaker. Kann man so ein bisschen durchgucken. Sieht eigentlich ganz cool aus, auch mit dem Namen hier drauf. Ja. So, dann machen wir den einmal. Dann ist hier noch so eine komische Feder mit bei. Ich weiß jetzt nicht, wofür die Feder damit gut sein soll. Naja, das ist dann hier die Dose. Also das Video wird heute wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, weil wir jetzt hier einmal ein komplett neues Paket haben. Das ist die Dose. Design. Ja, Design ist relativ matt gehalten. Relativ, ja, wie soll ich sagen? Also ist okay. Das Design, finde ich, ist, kann man besser machen. Aber hässlich ist es jetzt nicht, ist halt relativ einfach und matt gehalten. Hier sieht man auch nochmal die Sorte, Wackelpudding, Waldmeister Vanille, heißt Jelly Shot. Ja, auf jeden Fall sieht das ganz geil aus, die Dose, finde ich ganz cool gemacht auf jeden Fall. Und sind 400 Gramm drin, also 40 Portionen, weil 10 Gramm ein Löffel. Wir werden das Ganze jetzt auf jeden Fall einmal vorbereiten. Ich habe hier schon Eiswürfel am Start, die mache ich einmal rein. Ja, mit einem Fremdshaker. Dann werden wir hier nochmal ein bisschen Wasser reinmachen. So. Naja, ein bisschen sollen wir ja noch für Kohlensäure Platz lassen. Und jetzt werden wir das Ganze einmal vorbereiten. Ich bin echt gespannt. Wirklich, ich bin echt gespannt. Natürlich ist hier wieder so ein Deckel drauf, ist ja klar. Einmal Nase zuhalten. Boah, der ist aber auch randvoll, ne? Boah, oh mein Gott, ihr glaubt gar nicht, wie das riecht. Ihr glaubt gar nicht, wie das riecht. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon richtig hyped. Alter, wenn das so riecht, wie es, wenn es so schmeckt, wie es riecht, dann wird das richtig lecker. Es riecht original wie Götterspeise. Original, wenn ihr Götterspeise dieses Pulver zubereitet, so riecht das. So, ja, riecht schon geil. Dann machen wir uns mal einen schönen Löffel hier rein. Das Pulver ist übrigens so ein bisschen gelblich. So, man riecht auf jeden Fall schon den Waldmeister raus. Aber nicht so dieses normale Waldmeistergeruch, sondern halt wirklich dieses Götterspeisen-Waldmeistergeruch. Falls ihr wisst, was ich meine. So, schütteln, ist der richtig zu? Nee, guck mal. Mal richtig hier rauf machen. Nochmal richtig, sag mal. Jetzt ist er richtig. Einmal schön shaken. Ja. Ihr hört es, ich habe Eiswürfel dabei. Bin heute bestens vorbereitet auf dieses Video. Ne? Also ich bin auch ehrlich gesagt richtig aufgeregt gerade, weil das einfach, ich finde das echt geil mit der Collectors Box. Haben sie richtig nice gemacht, auf jeden Fall. Also für den Einstand auf jeden Fall schon mal gut. Bis hierhin ist alles super. Ich hoffe, es schmeckt auch gut. Das ist ja letztlich darauf, wo es ankommt. Das ist es, worauf es ankommt. Und das werden wir jetzt gleich rausfinden, weil ich muss noch mal einmal den aufmachen, den Schlingel. Ich will ja noch einmal ein bisschen kohlensäurehaltiges Wasser nehmen, weil ihr kennt es ja, ich trinke es immer so. Für die, die das nicht mögen, dass ich es mit Kohlensäure trinke, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich trinke es so, wie ich es möchte, so wie es mir schmeckt. Und wem es nicht passt, der muss sich halt andere Reviews angucken, ganz einfach. So einfach läuft der Hase. Ich trinke es halt so am liebsten und so schmeckt es mir. Und ja, so, dann würde ich einmal sagen, erstmal dran riechen. Und es riecht original wie eine Heubrause gerade. Tatsächlich, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Prost. Es schmeckt tatsächlich ein bisschen wie Heubrause. Dieses Waldmeister Heubrause. Ja, schmeckt auch ein bisschen wie Götterspeise. Schmeckt gar nicht so schlecht. Also man kann es auf jeden Fall trinken.
Ja, so eine Mischung. Schmeckt so ein bisschen wie Ahoi-Brause. Mit Vanillegeschmack so ein bisschen, aber. Aber ich finde tatsächlich, es schmeckt gar nicht schlecht. Also schmeckt doch relativ angenehm, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich positiv überrascht. Man schmeckt die Vanille doch, im Nachgeschmack schmeckt man die Vanille doch sehr, sehr gut raus. Am Anfang schmeckt man halt nur den Waldmeister. Und dann kommt so ein bisschen der Vanillegeschmack raus. Oh, schmeckt echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Also es ist auf jeden Fall was anderes, das sage ich auf jeden Fall schon mal gleich. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es schmeckt auf jeden Fall lecker. Also auf jeden Fall, ja, mir schmeckt es. Also kann man ehrlich gesagt nicht meckern. Geschmacklich ist es gut. Ja, lecker. Also der erste Schluck war so ein bisschen, da habe ich so gedacht, so, wow, ich weiß ja nicht, ob das wirklich mein Ding ist, aber nach dem zweiten und dritten Mal, also es schmeckt tatsächlich mit jedem Schluck besser, schmeckt sehr angenehm. Ich finde den Waldmeistergeschmack sehr angenehm. Da kann die Green Wizard leider absolut gar nicht mithalten. Es ist zwar auch nur normaler Waldmeistergeschmack, aber trotzdem schmeckt der Waldmeister hier besser. Und die Vanillenote ist sehr angenehm. Also man kann das Ganze jetzt nicht mit einem mit einer Frankenstein vergleichen, weil da der Himbeer- und Vanillegeschmack so gleichmäßig kommt. Hier ist es erst so, du schmeckst erst den Waldmeister und dann kommt der Vanillegeschmack so nach und nach. Trotzdem schmeckt es sehr angenehm. Also auf jeden Fall ist das eine ganz interessante Sorte. Ich finde die Marke an und für sich auch gut. Ja gut, das Logo finde ich jetzt hier nicht so, finde ich jetzt nicht so geil. Aber der Shaker an und für sich passt auch. Also, ja, finde den kann man auf jeden Fall trinken. Ja, also mir schmeckt's. Definitiv. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Angenehmer Waldmeistergeschmack, angenehmer Vanillegeschmack. Insgesamt der Geschmack sehr angenehm. Kann man auf jeden Fall gut trinken. Nichts zu süß, aber auch nicht. Zu wenig Geschmack, eigentlich so von der Kombi her relativ angenehm. Auf jeden Fall war es ein Test wert. Die Collectors Box habt ihr gesehen, finde ich geil, wie sie es verpackt haben. Generell, dass das auch so ein bisschen persönlicher gehalten wird mit dem Namen und so weiter. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt, diese Marke einmal zu testen. Ich kann jetzt auch noch nicht versprechen, dass ich alle anderen Sorten davon auch noch teste. Das wird sich halt zeigen, aber auf jeden Fall der erste Test von dieser Marke war auf jeden Fall positiv, ich würde dem Ganzen hier tatsächlich eine 8,5 geben. Geschmacklich ist es okay. Hätte ein bisschen intensiver sein können, der Vanillegeschmack, aber sonst bin ich eigentlich relativ zufrieden mit dem Geschmack. Also kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ich werde auf jeden Fall Last Shot im Auge behalten und mal gucken, was da in Zukunft noch so rauskommt. Und ja. Auf jeden Fall war es sehr angenehm, passender Shaker zur passenden Dose, endlich mal. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu Last Shot sagen, wie ihr das Ganze seht, wenn ihr euch darüber erkundet habt oder wenn ihr vielleicht auch mal Bock habt zu bestellen oder so. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob es da eine Sorte gibt, die ihr mal testet und könnt mir dann gerne mal eure Meinung dazu dalassen. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch, wie gesagt, gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, ich bin raus. Peace.